Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Mike ist diesmal nicht am Start. Das ist einfach zeitlich gerade nicht drin. Weil Mike vormittags in der Schule ist und ich vormittags gerade Zeit habe und ja. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch auf unserer Farm. Wir können mal gucken, was das Zuckerrohr sagt. Wir müssen nämlich auch mal wieder ernten. Ja, wir können auch mal den Kaffee ernten. Aber lange nicht mehr gemacht und ja. Man muss ja in einem Farming-Spiel auch mal ein bisschen farmen. Man kann nicht immer nur ja, Dinge bauen. Dementsprechend farmen wir jetzt eine Runde. Und ich habe vor, Sirana noch ein bisschen mit Geschenken zu überhäufen. Ich weiß noch nicht so genau, was sie geil findet, aber in der Hoffnung, dass wenn wir sie besser lernen, dass Fungi Einzug hält. Weil gefühlt ist Fungi bis jetzt noch nicht eingezogen. Ich sehe ihn zumindest nirgendwo. Und sobald das Herbstfest vorbei ist, können wir Ria auch wieder mit Fischen überhäufen. Oder besser gesagt mit Fischmix. Weil ich glaube, während den Festivals bringt das nicht so viel, wenn die Leute, die wir mit Geschenken überhäufen, in der Festival-Season mit drin hängen. Daher, ja, können wir nichts machen. Wir werden noch ein paar Gemälde auch holen für den guten Wollen. Ich meine, auch da kann die Story ja mal weitergehen. Und gut, eigentlich brauchen wir auch Stofftiere für Rosemary. Auch da sind wir ja noch nicht top of the notch. Wir müssen eigentlich mit allen Leuten uns noch besser anfreunden. Denn diese Freundschaften werden teuer. Teure Freundschaften. Licher haben wir zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Aber ihr Haus haben wir schon geupgradet, also ihren Laden. Wer weiß schon, was daraus werden kann. Damn. Damn, damn, damn. Aber gut, kann man nichts machen. Ist so. Und ja. Hier ist noch die Spooky, Spoopy Halloween-Melodie. Also, die hier im Herbst spielt, wenn halt das Herbstfestival ist. Es ist ja nicht Halloween. Wir feiern ja nicht Halloween. Das ist nur ein gruseliges Festival mit Geistern. Was wir aber nicht Halloween nennen. Warum auch immer. Halloween sollte eigentlich keine eingetragene Trademark sein. Wisst du zumindest nicht von wem. Und wenn doch, Disney sind die Ersten, die sich Halloween sichern werden. Gibt erstmal hier schöne Michael Myers-Version von Disney. Mit einer Prinzessin, die singt. In Form von Michael Myers. Und ja. Dann können wir da aktiv vorangehen mit Michael Myers als Disney-Prinzessin. Tja, die Hühnchens knattern neben mir. Ja, meine Kleinen. Ja. Ah. Ja, Mikes Hund ist natürlich jetzt auch hier. Wird Mikes Hund ohne Mike überleben? Und wir füttern ihn einfach mit. Wir füttern ihn mit, wir kümmern uns natürlich um den Hund. Ah. Wäre sonst echt ein bisschen fies. Ah, passt weg, dein Hund ist gestorben. Ups, sorry. Machen wir natürlich. Machen wir natürlich. Ist ja Ehrensache. Ein Stück Ehrenmann. So. Kurz hier ein paar Sachen pflücken. Da müssen wir uns auch nicht bücken. Weil wir machen das einfach im Stehen. Ja. Ja. Ach ja. Damit die Kaffeeernte auch mal wieder steigt. Wir müssen ja hier unser Kaffeevolumen auch hochhalten, weil wenn das zu sehr sinkt, dann haben wir nichts, was wir verkaufen können. Und ich meine, aktuell müssen wir gleich mal gucken, was wir mit dem Popcorn anfangen. Mit dem gepoppten Korn. Wir haben ein bisschen was produziert. Weil Geschenke für Freundschaften sind teuer. Ich meine, gut. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Spiel irgendwann nochmal ein Hungertuch nagen werden. Dadurch, dass wir eine dezente Überproduktion von allem haben, was wir hier so, ja, haben, denke ich mal, wird das definitiv nicht geschehen. Ja. Wir pflücken Kaffee mit dem Pelz in der Hand und der Pelz in der Hand. Dip, dip, di, di, di. So, untersuchen, untersuchen, untersuchen. So, schön hier die kleinen Kaffeebohnen snacken. Cause we can. Kaffeebohne, es geht nicht ohne. Ja, hier nochmal Kaffee. Ich frage mich ja, ob man die Mannequins am Marktstand, ob man die auch befrienden kann. Also ich meine, wir konnten ja schon mit ihnen reden. Wir sind ja hier krasse Dealer, sage ich mal, die mit dem Murmler-Konsortium zusammenarbeiten. Aber ich frage mich, ob wir da auch, ja, irgendwas mit anfangen können. Düb, 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 düb. Also, ob wir freundschaftlich mit.
Damn, die Kokosnüsse sind auch reif. Okay, das heißt, wir müssen gleich weiterernten. Wir können nicht ins Bett. Ich wollte eigentlich hier kurz nach dem Kaffeefilter noch Bestellungen machen und dann ins Bett gehen. Aber so wie es aussieht, ja, ist das nicht im Bereich des Möglichen. Das sieht so aus, als müssten wir einfach weitergehen und dann aktiv alles kaputt hauen. Ja, und so, und so, und so. Die, die. So, Kaffee geerntet und dann hier kurz mal die Kokosnüsse noch wegsnacken. Komm, auf, nehmen Sie mit. Nehmen Sie mit. Da will das Spiel die Kokosnüsse nicht mitnehmen, ich sag's euch. Das Spiel hat beschlossen, keine Kokosnüsse für dich, Yogi. Und ja. Ich wehre mich aktiv dagegen. Komm ich hier hoch? Komm schon. Nein, komm ich nicht. Ist noch irgendwas anderes reif? Es dürfte eigentlich nichts reif sein, aber irgendwie. Ja. Gut, dann können wir jetzt Bestellungen machen und schlafen gehen, auf dass das Halloween-Festival, was kein Halloween-Festival ist, bald vorbei ist. Und wir ein paar ruhige Minuten haben. Das Popcorn kocht noch, ja, weil Popcorn kocht man, das macht man nicht in der Pfanne oder Mikrowelle. Nee, dann würde ja gar keinen Sinn mehr geben. Schoki. Kann ich die herstellen? Keine Ahnung. Einfacher Salat. Gut, 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 gut. Grüner Trank, gemixter Trank. Wir wollten Gemälde. Gemälde. Gebt ihr Rap? Gemälde. Die billigen für nur 2000. Für Wolle natürlich nur das Beste. Billige Gemälde. Was gönnen wir uns noch? Wir gönnen uns. Was ist das Leckeres? Ein Käsekuchen. Der sieht nicht schlecht aus. Der Käsekuchen sieht nicht schlecht aus. Oh, jetzt habe ich Bock auf Käsekuchen. Damn. Leute, wir brauchen Käsekuchen. Also so im Real Life. Ja, eigentlich immer Kochvideos machen. Backvideos, besser gesagt. Was wollte ich noch gucken? Ich wollte noch Stofftiere. Für Rosemary, damit wir morgen eine kleine Geschenktour machen können. Ja, Gold für Dings, weiß ich jetzt nicht. Hier. Moment, das war ein Trank, oder? Trank? Warte mal, was hatte ich hier eben bei Bier als Rezept? Bienenhaus, okay. Saft hieß es ja, ne? Traubensaft, gelber Saft, roter Saft, Orangensaft. Also bestellen wir ein paar Säfte. Ich würde mir vorstellen, dass wir Leuten Säfte schenken können. Die Frage ist, können wir Säfte auch selber machen? Was ist das eigentlich? Ein Saftgestell. Stellen wir auch mal. Können wir Säfte machen? Ich meine, hier gibt's keine Maschine, die Entsafter oder so heißt. Jetzt bin ich neugierig. Ich will Säfte machen. Also Smoothies und so können wir ja machen. Das ist ja logisch, ja. Da gibt es ja gar keine Diskussion drüber. Das sind tatsächlich alles Früchte, die wir auch haben. Das hier, Blümchen. Blaue Petunien. Ganze Tinte benutzt. Ganze Tinte benutzt. Eingetopfte Hortensie. Jemand hat die ganze Tinte benutzt. Ja, das steht hier auch überall. Es gibt noch Blümchen. Grüne Zuckerstange. Maschine für Pastetenfüllung. Okay. Bestellen wir mal. Aktenschrank brauchen wir jetzt aktiv nicht. Gibt hier wieder neue Dinge, die ich noch nicht kenne. Magische Tränke, die hatten wir schon mal. Tierhandlungsplakat. Haustiermedizin. Ja. Eine Bowle, falls wir Party machen wollen. Was war das hier? Ah, Körbe mit Obst. Ja, gut, hier kommt jetzt ein bisschen Einrichtung. Ah, das Pilzbett und so kann man jetzt auch kaufen. Okay, cool. Wahrscheinlich mussten wir es erstmal bauen, damit man es kaufen kann. Also vielleicht konnte man es auch vorher schon kaufen, ich habe es noch nicht gesehen. Diverse Turnschuhe. Magische Tränke-Blaupause. Bestellen wir mal. Können wir vielleicht ein paar magische Tränke machen. Gut, aber erstmal ins Bett. Es ist schon spät, würde ich mal sagen. Und gute Nacht. Und darauf ein Schlückchen Kaffee. Okay. Gegenstände wurden zu deiner Versandstation geliefert. Ja, das hoffe ich doch. Da ist ein Irrlicht. Hallo, Scout. Emilia? Ja. Ist
Scout, ich fütter dich mal, dein Herrchen ist im Urlaub. Rufus, du kriegst natürlich auch Liebe. Hi, Rufus. So, Schafe und Scheren und... Hallo, hallo, hallo. Becken. Hallo Mädels, hallo Jungs. Da wird direkt mal gepupst vor Freude und gekackt. Da wird nochmal vor Freude gekackt. Kann man mal machen. So, hallo, ich hab dich lieb. Direkt ins Gesicht. Gefurzt. Das ist einfach der wahre Liebesbeweis. Deswegen schnuffeln sich Hunde auch immer gegenseitig am Hintern. Die wollen eigentlich angepupst werden. Das ist eine ganz logische Erklärung. Ja, was auch sonst. Ja, Hühnchens, ne? Ihr seid hier so ein bisschen die Außenseiter-Hühnchens. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ihr hier abgehauen seid. Kann ich ja nichts tun. Ups, ja, das war daneben. Goldbären sind nicht... Waren die nicht letztes Mal schon irgendwie reif und wir konnten sie... Ich bin verwirrt. Gut, wenn wir es einmal vergessen haben, dann sind die natürlich unabhängig von dem Rest. Also, was die Ernte angeht. Also an anderen Tagen. Daher, ja. Hier gibt es leider nur zwei Eier. Weil Klack ja immer noch nicht meint, er müsste Eier legen. Gut, als Hahn ist das auch ein bisschen schwierig unter Umständen. Aber hey, soll sich mal nicht so anstellen. Er soll sich mal nicht so anstellen. Ich meine, das ist ja hier genderdiskriminierend fast schon. Dass er sagt hier, du, ich kann hier keine Eier legen. Ja. Und wir smoken erstmal die Bienchen weg. Natürlich muss der Honig dabei in ein Glas gefüllt werden. Das haben wir ja jetzt schon immer mal wieder gelernt. Ja, ihr seid alle weggesmoked. Wunderbar. Und hier wird auch heftig weggesmoked. So. Einmal smoken. Da kann man ploken. Erblegen. Dies, das, jenes. Ein bisschen hier. Ein bisschen da. Alle gesmoked? Alle gesmoked. Haben wir noch genug leere Gläser. Wir haben jetzt tatsächlich den ersten Stack Honig komplett voll. Ja. Jetzt die Neuigkeiten. Ich weiß, das begeistert euch. Das ist einfach the news of the day. Es macht ein neues Geräusch, wenn wir Honig ernten. Habt ihr das gerade gehört? Ja. Bam, bam, da rein. So muss es sein. Kaffeebohnen. Ja, wir haben jetzt bald drei Stacks. Ganz entspannt. Wir gehen jetzt auch langsam voran. Ist ja nicht so, dass wir irgendeinen Druck haben. Wolle muss raus, die einzelnen Beeren müssen raus, die Kokosnuss muss raus. Die Lampen behalten wir mal im Inventar. Und warum? Richtig, weil wir es können. So, 303. Ja, das dauert. Das Popcorn dauert eine Weile, aber ist okay. Das brutzelt ja nebenher. Haben wir ja gar keine Anwesenheitspflicht, Gott sei Dank. Und ja, mal gucken, was unsere Bestellungen so machen. Wir haben ein Saftgestell. Für den Saftladen. Dieser Saft sieht nicht nur rot aus, er schmeckt auch rot. Dieser Saft macht wach. Okay. Köstlicher Orangensaft. Welche feine Art, den Tag zu beginnen. Okay. Die Säfte haben verschiedene... Das ist ein fucking Questgegenstand. Die magische Blaupause. Und wir haben uns gedacht, wir kaufen den einfach mal. Cool. Okay, ich kann mit dem Saftregal nicht interagieren. Okay, welcher ist der gelbe Saft? Nee. Macht der gelbe wach? Macht wach. Okay, ich kann ihn aber nicht trinken. Okay, wenn der gelbe Saft wach macht, dann... ja, scheiße. Ja, jetzt habe ich gelernt, wie man magische Tränke macht. Das ist cool. Ich finde es schade, dass man Questgegenstände bestellen kann. Aber gut. Ilzrosato, ist das jetzt magische Tränke hier oder beim Bauzeug? Beim Bauzeug wahrscheinlich eher. M wie magische Tränke. Ah ja. Wir können definitiv ein bisschen magische Tränke produzieren. Es hört sich ja grundsätzlich nicht schlecht an. Aber sind wir mal ehrlich. Warum? Marlene, warum? In Wahrheit handelt es sich bei meiner Tochter um eine großartige Frau. Auch wenn einige ihrer Eigenarten etwas befremdlich sind. Guck mal, ich hab Kunst. Jupp.
Wir schenken ihm Dinge. Ja, du wirst dafür einen schönen Platz finden in deiner Sammlung, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Können wir nichts machen. Ist einfach so. Ja, Kunst, bla bla bla. Hier noch mehr Kunst. Ja, das möchte ich dir auch schenken. Prächtig, dies, das, jenes. Ich frage mich, ob man mit manchen Leuten erst befreundet werden kann, wenn man mit anderen auf einem bestimmten Level ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hier mit Volleen interagieren will, ob man da Serana auf einem bestimmten Level beispielsweise haben will. Muss. So nach dem Motto, dass die Storylines irgendwie zusammenhängen und man erst die eine fertig machen muss oder anfangen muss, um in der anderen weiterkommen zu können. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht, ob es so ist. Ich weiß bei diesem Spiel bei einigen Sachen nicht so, warum es so ist. Na gut. Jupp. Okay, du hast einen Platz dafür. Oskar, Bock auf einen Drink, der wach macht. Und die K.O.-Kopfen. Es gibt viel zu viele Jugendliche in dieser Stadt. Es ist schwierig, jemanden zu finden, der meine Sorgen teilt. Trink erstmal einen Saft. Jupp. Jupp. Oskar kriegt Säfte. Das ist das Beste. Okay. Ja, ich halt ja meine Tiere. Er will mir wieder drohen. Weißt du, wir sind hier schon Wahlkampfhelfer und er droht mir einfach. Er droht mir einfach. Denkst du, ich habe Angst vor dir, Oskar? Ja? Du siehst zwar ein bisschen größer aus als ich, weil ich habe das Gefühl, ich bin so mit meinen Augen auf deiner Halshöhe. Aber sind wir ehrlich, Oskar, ich habe vor dir keine Angst. Hilfe, Oskar! Schlückchen Kaffee. So, jetzt können wir nämlich auch kurz mal bei den Marktschreiern gucken. Ne, die haben kein Herz, das heißt, wir können uns mit denen nicht anfreunden. Ja, Leute, sorry. I am sorry. Hi, Volane, was geht ab? Ah, mit Robin können wir uns anfreunden. Das für dich. Guck mal, wir schenken ihm ein paar Säfte. Ich meine, er hat hier auch Saft. Anderen Saft. Ja doch, Robin. Guck mal, schon hat er uns ein bisschen lieb. Schön, dich zu sehen, Jogi. Schön, dich zu sehen, Yogi Bär. Was kann ich heute für dich tun? Ich habe heute keine Gerüchte. Okay. Yogi Bär, was kann ich heute für dich tun? Plaudern wir einfach mal. Dieser Life ist eine seltsame Gestalt. Er hat den Laden schon, als ich noch ein kleiner Junge war. Er scheint seitdem kaum gealtert zu sein. Gut, ich glaube, er braucht noch ein bisschen Saft, bevor er redet. Ja, das ist nicht nötig gewesen, ich weiß. Aber ich habe noch ein bisschen mehr Saft, das ist gar kein Problem. Das ist sozusagen viel Saft, um nicht zu sagen ein Vielsafttrank. Gut, das ist schön, dass du die Geste zu schätzen weißt. Hier kriegst du noch eins. Komm. Noch eins. Und, ja. Komm, ein bisschen. Ja, wir haben viele schöne Säfte für dich, Robin. Okay, Robin, komm her und liebe uns. Liebe uns, Robin. Okay, gleich haben wir keine roten Säfte mehr. Na gut, wir können sie eh nicht trinken. Daher, ja, scheiß mal drauf. Könnten Farmfan ein bisschen Bier schenken gehen. Gut, Robin, ich brauch Bier. Durst. Wer ist da hinten? Da war doch gerade wer. Welcher Saft? Ah, Ria. Hey, Moment, das ist die Real Ria. Ria, ich hab Fischmixe für dich. Guck mal hier. Ein Fischmix. Ja, ist ein Geschenk. Wunderbar. Wunderbar. Ria freut sich über unseren Fischmix. Ria freut sich über Fischmix. Ah. Alpha. Fischmix Alpha. Nur für dich, Ria. Frisch bestellt online. Gekühlt, geliefert. Und seitdem, seit 3 Tagen, trage ich es in meiner Tasche rum. Es ist nicht vergammelt seitdem. Ich meine, es ist kleingehackter Fisch. Ja, damit können wir also, ja. Das passt schon. Das passt schon. Guck mal, ihr kriegt noch mehr. Das ist für dich. Okay. Ria. Okay, Ria mag den Fischmix. Sehe ich schon. Sie ist begeistert. Kann gar nichts anderes sein. Vielen Dank. So, gut. Dann kriegt Ria hier noch mehr Fischmix. Wir verschenken heute aber auch wieder Dinge. Sind hier Geschenke für alle. Jo, das ist für dich. Das sind Halloween-Geschenke sozusagen. Halloween-Geschenke. Komm schon.
So. Und? Ja, ein bisschen mehr. Und dann kriegst du diese drei auch noch. Aber bitte nicht, dass Ria genauso verbuggt ist wie Maximilian. Das wäre nicht schön. Ich würde gerne Maximilian näher kennenlernen. Damn. Okay, wir haben noch Stofftüre dabei für Rosemary. Rosemary ist 100 Pro. In ihrer eigenen Tierladenshow. Yep. Yep. Ich meine, die haben wir ja tatsächlich schon kurz vor Love. Es ist Love. Rosemary. Pupsi. Rosemary. Hallo Yogi Bär. Es war übrigens echt super, wie du die Katze gerettet hast. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür schon genug bedankt habe. Hier kriegst du ein Kuscheltier. Jupp. Nein, ich habe dich nicht ausprobiert. Oder müssen wir ihr eher Fische geben, vor denen sie wegrennt? Weiß es nicht. Und theoretisch haben wir ja schon ungefähr, was heißt ungefähr, 36, 90, 102, 108 Kuscheltiere geschenkt, die da hinten in den Regalen stehen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, es waren 18 pro Regal und es sind 6 Regale. Aber ja. Wir schenken ihr natürlich trotzdem weiterhin welche. Einfach, weil wir es können. Und wir wollen, dass Rosemary uns noch mehr mag. Komm schon, komm schon. Hab uns lieb. Hab uns lieb, Rosemary. Hab uns lieb. Vielen, vielen Dank, Wurst, das nachspioniert. Klar. Genau das ist mein Ding. Mich spionieren. Kleinen Rosemarys nach. Ich hatte eine Zeit lang gar keine Haustiere. Okay. Gut, Rosemary hat die Geschenke akzeptiert. Oh, wir haben ja noch Maschine für Pastetenfüllen. Haben wir sie gerade fallen lassen? What the fuck? Wo ist sie hin? Werfen Dinge mit Kuh weg, ja, das habe ich kapiert, aber wo haben wir sie hingeschmissen? Ja, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Ja, ich suche meine. Da ist. Nein, da sind Tränke. Ich suche mal meine Pastetenmaschine. Ah, da vorne ist sie. Ja, euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft auch gerne ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche oder Anregungen ab in die Kommentare. Schaut gerne auch beim Stream rein. Fast unter der Woche, meistens 18 Uhr. Gibt es ein paar andere Spiele. Ja, morgen 13 Uhr geht's weiter. Haut rein und bye bye.